Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Ja, Final Four klingt da so ein bisschen nach Champions League. Was verstehe ich denn als Sportlaie darunter? Naja, der Handballverband Mecklenburg-Vorpommern hat ja seinen Pokalwettbewerb bei den Männern und bei den Frauen. Da wird immer ausgelost, dann wird ein Spiel gespielt, der Verlierer scheidet aus, der Gewinner geht weiter. Und irgendwann bleiben dann nochmal 4 Mannschaften übrig. Und die werden dann hier am 7. April sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen jeweils ein Halbfinale spielen. Da scheiden dann wieder 2 Mannschaften aus und die Sieger der beiden Halbfinalen spielen dann das Finale. Gibt es denn da so einen groben Zeitrahmen, Samstag und Sonntag, oder wie und wo wird wann gespielt? Samstag am 6. April machen wir den Tag des Jugendhandballs. Das werden sein Finalspiele der weiblichen und männlichen Jugend C, der weiblichen und männlichen Jugend B und der männlichen A-Jugend. Die spielen also hier den Landesmeistertitel aus. Morgens um 9 eröffnen wir natürlich logischerweise mit einem Spiel unserer eigenen D-Jugend. Haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht, kleine Tradition, kennt man ja in Wacken auch, da spielt auch die Feuerwehr, bei uns spielt halt die D-Jugend vorweg. Und am Sonntag spielen dann die Frauen und Männer und los geht es am Sonntagmorgen um 9 mit dem ersten Spiel. Die Finalspiele sind dann um 16 Uhr bei den Frauen und um 18 Uhr bei den Männern. Und ganz wichtig, Güstrow spielt sein Halbfinale um 13.30 Uhr. Oha, das ist schon mal eine wichtige Info. Gibt es denn auch ein Rahmenprogramm oder was dürfen die Zuschauer hier noch erwarten? Ja, wir haben dann natürlich Aussteller hier. Sport wird angeboten, Sportsachen werden angeboten. Wir haben eine Tombola da, aber was ganz wichtig ist, wir haben die DKMS mit da. Wir wollen die Typisierung hier durchführen. Das haben wir auch schon im letzten Jahr gemacht, wurde sehr gut angenommen. Die Gelder gehen an Löwenherz. Dort werden Kinder unterstützt, die in Krebstherapie sind. Und das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir auch diese Sportveranstaltung dafür nutzen, für solche Dinge dann mitzusorgen. Das klingt jetzt nach einem großen Event, richtiges Highlight mit Sport und mit diesem Rahmenprogramm. Was sind denn so diese logistischen Herausforderungen, um so ein Event denn komplett durchführen zu können? Ja, es sind natürlich viele, viele Helfer. Und ohne diese Helfer würden wir das natürlich auch gar nicht schaffen. Die kommen alle aus dem Verein. Und wir haben sehr viele Gespräche geführt mit Gaststätte, mit der Stadt. Da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Die Stadt hat uns hier sehr gut unterstützt. Das ist besonders der Bürgermeister, der uns da zur Seite steht. Wir als Verein haben dann natürlich einen großen Aufwand, den wir jetzt uns hierher geholt haben nach Güstrow. Aber wir wollten unbedingt dieses Turnier nach Güstrow haben, weil Güstrow erstmal sehr zentral liegt. Und wir wollten natürlich auch den Handballfreunden in Güstrow ein Highlight bieten. Und mit der jetzigen Männermannschaft sind wir auch sehr erfolgreich und da hoffen wir natürlich auch, dass wir bei dem Turnier gut abschneiden. Da haben wir schon gehört, um 13.30 Uhr das Halbfinale. Ja, nochmal eine Prognose. Wo soll es oder darf es dann am Ende hingehen? Wird gejubelt in Güstrow? Es wird schwer. Es ist kein Selbstläufer. Wir haben, wenn es funktioniert, schaffen wir vielleicht das Double. Da träumen wir natürlich alle von. Wir möchten Landesmeister werden mit unseren Männern. Und vielleicht bei der guten Unterstützung der Güstrower Zuschauer und unserer Fans, wenn die Halle voll wird, haben wir vielleicht auch eine Chance gegen den Stralsunder HV. Und dann stehen wir im Finale. Und Wunschfinale wäre Güstrow HV gegen TSG Wismar. Also Erster gegen Zweiter in der aktuellen Meisterschaft. Das wäre so das Wunschfinale. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn genug Güstrower kommen, mag das ja was werden. Auf jeden Fall, der Rahmen ist gesichert. Wir werden einen Einlaufbogen haben von der Ostseesparkasse. Wir haben von MVS eine Nebelmaschine. Also nicht nur die dritte Liga oder die Bundesliga kann das. Wir versuchen das auch hinzukriegen. Dass hier ein bisschen Event ist. Unser Vorsitzender hat es ja schon gesagt, wir haben viele Unterstützer des THW Güstrow mit vor Ort. An beiden Tagen wird hier eine Hüpfburg sein, also auch für Kinder wird ein bisschen was angeboten werden. Ja. Wir versuchen alles, dass der Traum wahr wird und wir das Double schaffen. Also, Sie haben es gehört, die große Bühne ist bereitet, die Sportfläche wird in eine Arena umgewandelt und Sie schalten am besten ein, um dabei zu sein oder kommen am besten sogar live hier vorbei und unterstützen. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.